Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und ich möchte nicht den Partyplaza verlassen. Und natürlich irgendwann zu einem neuen Part. Super Mario Party mit dem Zwergenfürst. Lange ist es her, dass wir das letzte Mal Super Mario Party gespielt haben. Ja, zwischendurch war meine Kamera kaputt. Das konnte ich nicht weiter aufnehmen. Weiter geht's heute. Wir beginnen das Raft-Abenteuer. Beim Raft-Abenteuer kommen Freunde schnarchen Bootsfahrt voll auf ihre Kosten. Viel Spaß bei der Fahrt durch den Dschungel. Ja, und da waren wir uns heute hinein zu vieren. Team habe ich gerade mal zusammengestellt, weil ich dachte, ja, das sind die Typen, die Kandidaten, die ich noch nicht gespielt habe. Meinte ich zumindest. Ist lange her, dass ich es gespielt habe, aber meine Vermutung ist, dass das die vier sind, die ich noch nicht mit im Boot gehabt habe. Deshalb kommen sie jetzt mit ins Fluss. Platz 2, gleich danach kann es losgehen. Okay. Habe ich das jetzt so festgelegt? Naja, was soll's, los geht's. Jetzt wohl irgendwie ändern können. Da geht's runter. In den reißenden Fluss. Da wird gepaddelt. Nice. So, Toad schwimmt schon auf dem reißenden Wasser. Na, noch ist es nicht ganz so reißend, aber ja, er erklärt uns die Regeln. Das Raft-Abenteuer. Genau so ungefähr. Willkommen beim Raft-Abenteuer. Ist das der erste Raft-Trip auf dem Fluss? Ja, würde ich mal sagen. In diesem Ort, wir haben schon viele Flussexpeditionen begonnen. Bei dieser achten Strömung möchte man meinen, dass ein gemütlicher Fahrt erwartet. Tja, leider falsch gedacht. Flussabwärts wird es ganz schön turbulent. Dort warten donnernde Strommaschinen und immer wieder stehende Felsen mitten im Weg. Und wie in der Natur üblich, bleibt auch eine liebsame Gesellschaft nicht aus. Kurzum, es wird gefährlich. Und da kommt schon die angenehme Gesellschaft, wird uns alles demonstriert hier an der Seite. Wenn ich ehrlich bin, wird es nervenauftreibend. Ja, an manchen Stellen teilt sich der Fluss in zwei Arme. Es gibt so viele Verzweigungen, dass manche Flussarme noch unerforscht sind. Also genau auf und kühlen Kopf bewahren, um dieses Abenteuer zu überstehen. So, ich weiß nicht genau, ob alle wissen, was beim Rafting zu beachten gibt. Sollten wir die Regeln nochmal durchgehen? Ja, komm, kann ich schauen. Machen wir mal. Die Bootsinsassen bewegen das Raft mit Hilfe ihres Paddels vorwärts. Aha. Im Laufe der Zeit ist das Abenteuer sofort beendet. Das Platzenlassen eines Planks wird mit einem Minispiel belohnt. Und das Abschneiden in ein Minispiel wird mit zusätzlicher Paddelzeit belohnt. Na dann. Wird wohl Zeit, dass wir aufbrechen. Wir halten den Joy-Con wie ein Paddel in der Hand. Also, los geht's. Ich hoffe, ich habe die Steuerung einigermaßen kapiert. Zusammenarbeit ist beim Rafting das alleroberste Gut. Probieren wir doch gleich mal aus, wie es mit dem Teamgeist bestellt ist. Fertig? Ja, zack. Einigermaßen. Also prima ist was anderes, aber einigermaßen klappt's. Hopp da, wir nähern uns schon der nächsten Startlinie. Der Startlinie, nicht der nächsten. Auf ins Abenteuer. Na endlich, auf geht's. Ah, verstehe. Einmal paddeln. Hier ganze Körperbewegung. Hier. Ganzer Körpereinsatz. Und auf geht's. Jetzt wird's ernst. Na kommt. Lass mich nicht im Stich. Kompagnons. Zack. Zack. Hier wird sportlich. Und jetzt rechts ein bisschen paddeln, rechts ein bisschen paddeln, rechts ein bisschen paddeln.
Ja, komm auf den Ballon zu. Zack. Erstes Minispiel. Na, was haben wir denn da? Aufgabe: viele Fische fangen. Okay. Für Rank benötigt. Verstehe. S, A, B und C. Es ist das Beste und dann kommt A, B und C. So viel dazu. Tennis gehen. Wie gut wir das hinkriegen, die Fischlein zu fangen. Das kleine Fischlein. Na komm, hoch. Da hoch. Ja, noch 5 oder 10. Leute. Leute, ich bewege ja hoch. Na komm, es macht. 10 sind wir gerade. Komm, Bewegung. Jetzt. Da war ein goldener Fisch dran. Na komm. Super. Noch einen goldenen. War doch gar nicht mal so scheiße. Aber war schon irgendwie scheiße. Also B. Von C. A, B und C gab's und S. Wir haben B geschafft. Naja. Wir haben ja gar keine Reifeleistung. Und rechts. Links. Links, links, links. Bowser paddelt. Ich bin übrigens Bowser. Falls ich es noch nicht bekommen habe, so sitzt. Nein, ich möchte euch nichts vorwerfen. Ja, ich sag's nur noch mal zur Sicherheit. Falls man das im Trubel nicht mitbekommt. Wehe, Seitenwind. Okay. Ventilator aktivieren. Das hier zu. Ah, okay. Wir müssen den Toad erfolgreich nach oben bringen. Ah, alles klar. Das kriegen wir hin. Wird gekurbelt. Na, das sieht doch spitze aus. Na komm. Die Todfresse müssen wir noch oben kriegen. Unten ist Daisy. Na komm, versaut's nicht, bitte schon. Bevor es zu mir kommt. Na kommt. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen versaut. Ja, komm. Und? Was hat das jetzt gebracht? Ah, okay. Wir können noch weitermachen, ein paar Punkte sammeln. Wenn die Zeit noch geht. Ja, sagst du, genauso. Ja, schon sind wir B. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ein klein wenig. Oder? Ja. Ein paar Versuche haben wir noch. Können wir noch die restlichen Münzen einsammeln hier. In die Luftballons. Oh, wir sind schon A-Rang. Das ist gar nicht mal so schlecht. Diesmal gar nicht mal so kacke. Ja, Buhu. Stellt sich auch gut an. S-Rank. Nice. Superb. Ist auch gut. Ende. Na, kann nicht alles schlecht sein. Ja, das ist ein neuer Rekord. Zack. Und klatschen. Und weiter wird gepaddelt. Na komm, na komm, na kommt. 500 Meter. Haben wir schon geschafft. Das ist aber nicht gerade viel. Na kommt. Rechte Seite paddeln. Und jetzt linke Seite. Daisy ist auf meiner Seite. Na komm. Buhu und Waluigi. Und gleich das nächste Minispiel. Das hört hier gar nicht auf. Pinguinhürzen. Die Bibi-Pinguine von der Eisfläche treiben. Ah, okay, verstehe. Auf geht's. Wir schauen uns gar nicht erst an, was so alles gibt, was man alles machen kann. Wir starten einfach und treiben die Pinguine hinunter. Das wird Bowser doch wohl hinkriegen. Na kommt. Zack, 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 zack. Ein böse Pinguin. Wo läufst du hin, Bowser? Ja, wir haben schon einen S-Rank, aber ja, da hat sich mein Leutnant irgendwie verwidert. Irgendwie in der Art. Ach, auf die goldene Rutsche müssen wir das bringen. Ja.
Freunde. Ja komm, den einen habe ich hier. Du bist auch mit dabei. Jetzt habe ich die Störung nicht mehr hingekriegt. Na komm, runter mit dir. Kleiner. Den Kleinen habe ich runtergebracht. So, alle runterbringen. Nice. No, nur A-Rank. Ging wohl nicht schnell genug. A-Rank geschafft. Klatsch. Ein super Team. Auch wenn drei davon böse sind und einer lieb. Von der guten Seite. Los, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite. Auf das Minispiel zu. Wir verpassen hier wirklich kein Minispiel. Ja. Bewegen. Okay. Vorgegebene Spielkarten verbaufdecken. Ah, okay. Verstehe. Quartett. Dann quartieren wir das mal. Okay. Start. Merkt ihr die Karten? Naja. Karten merke mich dann nicht so gut. Na. Ja, noch geht's. Na komm hier. Hier. Da wo Daisy ist. Na, da oben auch noch eine. Na komm. Ach, mein Joy-Con spielt verrückt. Da, genau da. Ach, verdammt, konnte ich nicht aufheben. Mensch, stand doch richtig, oder? Na komm, Zwergi. Da und da. Kann ich mir merken. Versuch ich zumindest. Okay, die ist da drüben. Dann schnapp ich mir die da unten. Das da, hier. Hey, buhu. Verdammt. Ja, das hier. Ah, Mann. Wie gesagt, ach, habe ich nicht hochgehoben oder was? Ach, verdammt. Zwergi kann es mal wieder nicht. Versau das ganze Spiel. Mit welchem Knopf hebt man hoch? Ich habe die Spielsteuer nicht geschnallt, bevor ich angefangen habe. Okay. Zwei da unten. Und drei da unten und eines auf der anderen Seite. Dürfte doch machbar sein. So. Nice. Haben wir es endlich mal hingekriegt. Soweit so klar. Merk die Karten. Oh, ich hasse das Spiel. Das Minispiel ist blöd. So, hier am Steuerkreuz Format. Ja, jetzt ist eine da unten. Die nehme ich. Na komm. Ach, verdammt. Ah, versaut. Mist. Ach, ich muss vier falsch haben, bis das aufhört. Merk dir die Karte. Ja. Schnell als erster da runter. Und das holen. Oder nach oben. Na komm, meine. Das ist doch nicht die richtige, oder? Ja, nice. Und können wir jetzt noch weitermachen, oder was? Ist irgendwann die Zeit vorbei. Das endet ja nie. Sei nicht verkackst jetzt endlich mal. Ja. Ist eh schon schlecht genug. Na komm. Was da? Okay, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Gib einfach irgendeine Karte hoch. Aber eh verkackt. Ja, war ja klar. Rang C. Naja. War ja klar. Das Team ist enttäuscht. Mit dem C-Rank kann man nicht so gut leben. Na dann, mal weiter gepaddelt hier. Wir sind auch nicht mehr mit dem ersten Abschnitt. Na komm, weiter voran hier. Ich nehme, glaube ich, mal den rechten Abschnitt. Den rechten. Ja, den rechten. Den ging es nicht besser. Wir werden irgendwann mal... na komm, rein da. Wie wollte denn da drüber? Wir werden irgendwann... Ja. So, wir werden irgendwann mal alle Routen ausprobieren und alle Wege nehmen, aber... Ja. Und jetzt wird es erstmal mit diesen Wegen weitergehen. Ich glaube, das war der schamlosere Weg. Freunde der Nacht in moderner Unterhaltung. Na komm. Ah, den Ballon haben wir verpasst.
vielleicht auch da hier ein bisschen. Ja, das Team ist ein bisschen, ja, nicht sehr abgestimmt. Spielt man, glaube ich, am besten mit 4 Joy-Cons zu 4. Also man sich auch absprechen kann, wenn man wirklich spielt man nicht mit Koms, sondern mit echten Menschen. 1500 Meter. Na komm, darüber aufs Brett. Ah, Mann. Na kommt, vorwärts, Leute. Der Partner hat eine Kamera dabei. Bitte lächeln. Ich hab gelächelt. Ich hoffe, das war mit drauf. Na, rüber da. Minispiel. Haben wir ja noch nicht genug davon. Alle im Eimer. Weiterreichen. Mit dem. Oder annehmen. Im Eimer fallen lassen. Ah, okay. Ja, komm, gib. Darüber, darüber. Verstehe. So, Waluigi. Ja, muss rüber zu Büro. Verstanden. Weit so klar. Ich hab den Fußball. Na dann. Und der muss rüber zu Waluigi. Verstanden. Los geht's. Zack. Na komm, gib. Da. Büro, rein damit. Zack, zack, zack. Das kann schneller gehen. Na komm, rein da. Ah, verdammt. Selbst versaut. Immer, Daisy. Na, mein Ball. Zack, zack, zack. Das kommt runter zu Buhu. Zack. Kann ruhig ein bisschen schneller machen. Wir wollen ein paar Bälle mehr erhalten. Na, ach, verdammt. Das hätte ich rüber zu Buhu geschafft. Rang A. Naja. Naja, komm. Hätte besser gehen können, aber. Hätte auch. Nicht die schlechtesten Ergebnisse, die wir hier abliefern, aber auch nicht gerade die besten. Hm, na komm, das Zoom. Nicht das Zoom, das Beschleunigungsfeld auf der rechten Seite. Na komm, na komm, na komm, na komm. Wir nehmen, glaube ich, so ziemlich die leichteren Wege, wie es ausschaut. Und zack, nach oben. Und weiter geht's. Weiter wird's geraftet. Balance im Höhenflug. Okay. Holen wir uns also Ballons. Mehr Minispiele. Wieder hoch. Na komm. Na komm. Na komm. Nach rechts. Na ja. Na, na, na. Nice. Minispiel. Mauerlauf. Aha. Alle breit. Verstehe. Staffellauf. Wir sind verteilt. Waluigi fängt an. Ich bin wohl der Letzte. Hoffentlich nicht das Letzte. Und wird sich dann herausstellen, wie schlecht wir sind. Ob ich dann wirklich der oder das Letzte bin. Na dann. Ich gebe mein Bestes, um die Bombe ans Ziel zu bringen. Na komm, hier rüber. Ja, wird es an mir scheitern? Nein, wird es nicht. Sogar mit dem S-Rang kaum was abgeschlossen. War ja nicht allzu schwer. Sternchen. Sternchen für Bowser. Ja, komm. Zugeben, das war nicht so schwer. Hat man nicht verkacken können. Na. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir lernen konnten. Ah, da gibt's 3 Sekunden für. Ja. Yeah. Na denn, weiter gepaddelt. Leute, ihr müsst auch paddeln. Wenn wir vorwärts fahren wollen, müssen wir gemeinsam paddeln. Wenn wir nach links fahren wollen, müssen die auf der linken Seite paddeln. Wenn wir nach rechts fahren wollen, müssen die auf der rechten Seite paddeln. Kapiert? Kapiert? Ach, verdammt, jetzt habe ich selbst vergeigt. Und gerade noch erklärt. Hallo. Wie ist es beim Paddeln? Zack, 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 zack. Der Bonus, na komm drüber, rüber Freunde, rechte Seite, paddeln, rechte Seite, rechte Seite. Yes. Okay, das klingt ein bisschen verrückt. Der Controller vibriert ein bisschen zu laut. Kommt, rechte Seite, linke Seite, rechte Seite. Ah, mit euch kann man wirklich nicht paddeln. Na komm,
Zeit schnappen und rechts rüber, rechts, 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 rechts und hoch. Nice. Dann Zeit noch abgekrallt und runter geht's. Wutsch. Wusch. Ja, genau. Wie Maudado immer so wie das beginnt. Wusch. Unter anderem Maudado. Komm hoch. Ach, verdammt. Minispiel verpasst. Na, da drüben ist so ein Gegner, so ein. Wie ist das? So ein Tintenfisch. Na komm, lass uns darüber gehen. Oh, die Zeit wird knapp. Na komm, da kommt's, Leute. Jetzt mal ein bisschen paddeln hier. Lieber da. Na, ein bisschen Abenteuer hier erleben zur Abwechslung. Zeitbonus. Na dann, ah, voran. Zack. Ja, komm, wir schaffen das. Und weiter geht's. Voran. Blubberstrudel. Da müssen wir wohl ausweichen. Na, da kriegen wir natürlich wieder mal gekonnt nicht hin. Gewusst wie. Gewusst wie nicht, um genau zu sein. Ja, ausweichen ist nicht unsere Stärke. Die Zeit ist auch vorbei. Das Ziel erreicht. Ja, so ein Mau. Ja, Kacke. Das ist auch kein gutes Ergebnis. Ja, das Foto vom Lächeln. Naja, das könnte auch besser. Och Mann. Dann müssen wir uns wohl mal ein bisschen beeilen. Dass vielleicht ein stärkeres Team nehmen, muss mal stärkere Mitkämpfer nehmen. Und wann uns erwischt, alle am Anfang, dann immer weniger. Naja. Gepaddelt 375 Mal. Ist ja klar, dass ich hier das meiste gepaddelt habe. Und die anderen sich zurückgenommen haben. Naja, beim nächsten Versuch erreichen wir mal das Ziel. Wäre vielleicht ein Ziel für den nächsten Part mal. Das Ziel zu erreichen. Nee, aber jetzt spielen wir nicht erneut. Zurück zum Party Plaza. Ja, so viel dazu. Wir haben es mal ausprobiert. Wir haben mal das Paddeln ausprobiert. Erste Übungen. Ich würde mal sagen, im nächsten Part versuchen wir mal ins Ziel zu kommen und dann schauen wir mal, wie das weiterhin aussieht. Wie das dann mit einem errungenen Ziel ausschaut. Und dann, ja, vielleicht versuchen wir noch ein anderes hier, wie zum Beispiel das dort drüben, auszuprobieren und ja. Sehen wir mal weiter, was es so es gibt. Hier passiert was. Hui. Und das müssen wir noch mit draufnehmen in diesem Part. Und Kamek zaubert Steve hier an der Pflanze weg. Und da hinein. Was ist denn da? Was ist denn da wohl? In der Röhre. Ein Bowser an die Röhre. Seine Art, aber ja. Heute mach das mal. Bowser, du hast mich gefunden. Ich wollte jetzt noch etwas hinterm Berg halten, um dich zu überraschen, aber nun ist die Katze aus dem Sack. Freut mich jedenfalls, dass du hier bist. Wenn auch früher als erwartet. Geheimmodi bringen noch mehr Spielspaß. Du sollst dich eingehend damit beschäftigen. Viel Spaß mit meinem kleinen Freizeitraum. Aha. Trichtermaß Baseball. Nein, das wollen wir spielen. Gibt es noch andere Modi? Freizeitraum, Panzerschlacht, Deluxe, Blockpuzzle, Bananensplit. Und da haben wir den wieder in Trichter Baseball. Na denn. Da haben wir doch was, was wir im übernächsten Part ausprobieren können. Schaut wohl so aus. Haben wir einen Plan? Die nächsten Parts hier mal das Ziel erreichen und dann schauen wir mal in die geheimen Minispiele hinein. Motivation für die nächsten Parts dran zu bleiben. Ja, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr in dem Zwergfest verpassen wollt. Keinen weiteren Parts von Super Mario Party mit dem Zwergfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja, ich verlasse jetzt den Party Plaza und sage. Haut rein.
Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.